Das hier, das ist der aktuell beste Mac Mini. Und das hier, das ist die aktuell beste Grafikkarte für den Mac Mini. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese beiden Komponenten zusammen verwendet und was ihr hiervon erwarten könnt. Das Wichtigste zuerst. Ich verwende als eGPU die AMD Radeon RX 5700 XT. Das ist die beste externe Grafikkarte, die von Apple offiziell unterstützt wird. Ja, sie ist in den meisten Aspekten sogar besser als die Vega 64 oder gar die Vega 7. Als Gehäuse verwende ich den Razer Core X. Beide Komponenten habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Der Kauf über meinen Link kostet euch keinen Cent mehr, unterstützt mich als kleinen YouTuber aber gewaltig. Ich habe mich hierbei für das beste Custom Design der Grafikkarte entschieden. Das ist aktuell die Nitro Plus von Sapphire. Dieses Custom Design kostet zwar ca. 150 Euro mehr als das günstigste Modell dieser Grafikkarte, ist dafür aber wesentlich leiser und durch die bessere Kühlung auch leistungsstärker. Der Mac Mini, den ich in diesem Video verwende, ist das aktuelle 2020er Modell mit dem Intel i7 6-Kern-Prozessor mit 32 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Den Arbeitsspeicher habe ich hierbei selbst erweitert. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch unbedingt den zweiten Teil dieser Serie an. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Mac Mini ihr in 2020 kaufen sollt, dann kann ich den ersten Teil dieser Serie empfehlen. Die Installation der Grafikkarte ist denkbar einfach. Als erstes ziehen wir das Innenleben des Razer Core X ganz einfach aus dem Gehäuse heraus und stellen dieses vor uns auf den Tisch ab. Dann lösen wir auf der linken Seite die Schraube und entfernen die Abdeckung, wo später die Anschlüsse der Grafikkarte sind. Als nächstes nehmen wir uns dann die Grafikkarte zur Hand. Lasst diese vorsichtig nach unten, sodass die Kontakte der Grafikkarte in dem PCIe-Slot einrasten. Die Grafikkarte ist in Position, wenn ihr die Kontakte vollständig nicht mehr sehen könnt. Ist das der Fall, dann könnt ihr die Grafikkarte an der linken Seite mit der vorhin entfernten Schraube in dieser Position fixieren. Als nächstes müsst ihr dann noch auf der rechten Seite die beiden 8-Pin-Stecker mit der Grafikkarte verbinden, damit diese später ausreichend mit Strom versorgt werden kann. So, damit sind wir auch eigentlich fast schon fertig. Wir schieben die Grafikkarte zurück in das Razer Core X Gehäuse und schließen das Gehäuse anschließend an den Strom an. Dann müsst ihr nur noch euren Mac Mini über ein Thunderbolt-Kabel mit dem Razer Core X verbinden. Hierfür könnt ihr das mitgelieferte Thunderbolt 3 Kabel verwenden. Dieses ist jedoch mit 50 cm relativ kurz, sodass für die meisten eher das 0,8 Meter lange Thunderbolt 3 Kabel von Apple oder gar ein 2 Meter langes aktives Thunderbolt 3 Kabel von Belkin zu empfehlen ist. Verwendet besser keine Thunderbolt 3 Kabel von sehr günstigen Anbietern, diese können unter Umständen zu starken Leistungseinbußen führen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Verbindet euren Monitor über HDMI oder DisplayPort mit der Grafikkarte, fahrt euren Mac Mini hoch und schaltet dann das eGPU-Gehäuse ein. Zwar könnt ihr das Display auch direkt an den Mac anschließen, das führt jedoch zu erheblichen Leistungseinbußen. Die Karte wird dann automatisch erkannt und kann sofort genutzt werden. Die Installation von Treibern wie bei Windows ist nicht nötig. Was ihr jedoch beachten müsst, wenn ihr euren Mac Mini ausschaltet und dann direkt mit der angeschlossenen Grafikkarte neu starten wollt, ist folgendes. Schaltet immer erst die eGPU aus oder trennt das Thunderbolt 3 Kabel zu eurem Mac. Anschließend startet den Mac Mini und wartet einen kurzen Moment, bis dieser hochgefahren ist. Jetzt könnt ihr die eGPU anschalten oder das Thunderbolt Kabel wieder einstecken und die Grafikkarte wird automatisch erkannt und verwendet. Solltet ihr versuchen, den Mac mit der verbundenen und eingeschalteten Grafikkarte hochzufahren, hatte ich immer das Problem, dass mein Bildschirm schwarz geblieben ist. Wollt ihr nun, dass ein Programm die externe Grafikkarte bevorzugt verwendet, müsst ihr jetzt noch in den Finder gehen, das Programm auswählen und anschließend Command-I drücken. Hierdurch öffnet sich ein Fenster, in dem ihr bei den meisten Programmen auswählen könnt, dass für dieses Programm primär die externe Grafikkarte verwendet werden soll. Wollt ihr die Grafikkarte auch in Final Cut verwenden, müsst ihr Final Cut zunächst öffnen. Geht dann oben links unter Final Cut und dann unter Einstellungen und wählt hier aus, dass primär die externe Grafikkarte verwendet werden soll. Okay, bevor wir zu den Benchmarks kommen, noch etwas Werbung in eigener Sache. Solche Videos machen einfach unheimlich viel Mühe. Ja, mir macht das Ganze sehr viel Spaß, aber dennoch würde ich mich über ein Like und ein Abo umso mehr freuen, damit ich auch in Zukunft solche Videos produzieren kann. Doch schauen wir uns zunächst mal ein paar Benchmarks an, die uns ein ungefähres Gefühl davon geben, was das Verwenden dieser eGPU überhaupt bringt. Hierfür habe ich zunächst den Metal-Test von Geekbench 5 ohne der eGPU und dann mit der GPU durchlaufen lassen und das Ergebnis hat mich erstmal komplett von den Socken gehauen. Ohne der Grafikkarte kommt man hierbei auf einen Wert von 5063 Punkten, mit der Grafikkarte auf einen Wert von 64.136 Punkten. Das ist fast 13 mal so viel.
Dann habe ich auch noch den Heaven Benchmark durchlaufen lassen und hier zeigte sich ebenfalls ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ohne der eGPU kam ein Mac Mini hierbei auf durchschnittlich 7,9 FPS und einen Wert von 198 Punkten. Mit der eGPU waren es dann durchschnittlich 81,6 FPS und einen Wert von 2056 Punkten. Also wieder mal eine Steigerung von über 1000%. Da Benchmarks natürlich immer nur Benchmarks sind, habe ich mir dann die Performance-Steigerung in der alltäglichen Nutzung angesehen. Da besonders Spiele viel Grafikleistung brauchen, habe ich mir seit Ewigkeiten mal wieder League of Legends heruntergeladen und das Spiel auf der höchsten Grafikeinstellung ausprobiert. Ohne der eGPU sind die meisten Spiele auf dem Mac Mini faktisch unspielbar. Bei LoL kam ich durchschnittlich nur auf ca. 32 FPS. So macht Zocken auf jeden Fall gar keinen Spaß. Mit der Grafikkarte sah das dann komplett anders aus. Über 200 FPS waren dauerhaft überhaupt kein Problem und diese Erfahrungen lassen dich, denke ich, auch auf die meisten anderen Spiele übertragen. Die eGPU macht Gaming auf dem Mac Mini definitiv nicht nur möglich, sondern zu einem ultraflüssigen und hochauflösenden Erlebnis. Wollt ihr, dass ich noch andere Spiele auf dem Mac Mini mit der eGPU ausprobiere, dann gebt dem Video jetzt ein Like und schreibt in die Kommentare, welches Spiel ich testen soll. Ich persönlich habe mir die eGPU jedoch primär gekauft, um meinen Workflow beim Videoschnitt mit Final Cut zu beschleunigen. Hier sind die Auswirkungen durch das Verwenden der Grafikkarte ebenfalls bemerkbar. Die Stabilisierung eines 10-sekündigen 4K-Videoclips dauert zum Beispiel ohne der Grafikkarte ca. 52 Sekunden, mit der Grafikkarte dann nur noch ca. 20 Sekunden. Das Hinzufügen einer 3D-Schrift dauert ohne der Grafikkarte 15 Sekunden und mit der Grafikkarte nur noch 10 Sekunden. Auch ist es mit der Grafikkarte möglich, die Videovorschau in voller Auflösung flüssig zu nutzen. Ohne der GPU ist das nur in verminderter Auflösung flüssig möglich. Und generell werden Sachen wie Übergänge, Color Grading oder auch das ruckelfreie Scrollen durch die Timeline einfach stark verbessert. Als ich dann jedoch zuletzt versucht habe, ein 5-minütiges 4K-Video mit etwas 3D-Schrift, Color Grading und Übergängen in H.264 zu exportieren, wurde ich ganz schön enttäuscht. Ich kam hierbei ohne der Grafikkarte auf eine Exportzeit von 6 Minuten 21. Mit der Grafikkarte waren es dann sogar 7 Minuten und 6 Sekunden, also 45 Sekunden mehr. Woran das liegt, kann ich mir persönlich nicht erklären. Ich habe meinen Mac und die Grafikkarte mehrfach neu gestartet, verschiedene Thunderbolt 3 Kabel ausprobiert und auch verschiedenes Videomaterial exportiert und kam immer zum gleichen Ergebnis. Ohne der Grafikkarte war der Export stets schneller. Auffällig war hierbei, dass die eGPU beim Export immer nur mit ca. 30% Auslastung gearbeitet hat. Und selbst wenn man die Ineffizientheit von eGPUs mit einbezieht, ist das einfach zu wenig. Sollte also irgendjemand wissen, worin hier das Problem bestand und wie man dieses Problem lösen kann, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und für all diejenigen, die sich fragen, wie laut das Ganze ist, kann ich Folgendes sagen. Unter Volllast wurde die Grafikkarte zwar definitiv laut, aber zu keinem Moment so laut, dass ich es als unangenehm empfunden hätte. Unter normaler Last macht die Grafikkarte selbst dann gar keine Geräusche mehr. Der Lüfter des Razer Core X läuft jedoch einfach immer. Dieser ist zwar auch sehr leise, aber definitiv hörbar und das hätte man besser lösen können. Wer also auf einen komplett leisen Arbeitsplatz großen Wert legt, dem muss ich leider die eGPU von Blackmagic empfehlen. Fazit: Mit dieser eGPU macht ihr euren Mac Mini zu einem wirklichen Allround-Talent. Das hat auch seinen Preis. Ungefähr gut 2000 Euro kostet diese Konstruktion aus einem Mac Mini und dieser Grafikkarte mit diesem Gehäuse. Dafür könnt ihr aber auch einiges an Leistung erwarten. Meiner Meinung nach ist es das wirklich wert, weil die Intel-eigene GPU, die in den Mac Mini integriert ist, wirklich sehr schwach ist. Aber am Ende müsst ihr das für euch selbst entscheiden. Ich bereue den Kauf auf jeden Fall nicht und kann ihn euch definitiv wärmstens empfehlen.